So, Leute, willkommen zurück zu Terraway Unfolded. Wir sind hier... Wo sind wir hier überhaupt? Das ist die Frage. Wo sind wir hier? Ui, oh, was? What? Okay. Das war ein Teleporter, wie es aussieht. Das ist schön und gut. Ui, hey. Halt, wieso fällt er runter? Das ist doch Klebedingsi-Bumsi. Moment. Das will ich nochmal ausprobieren. Okay, wenn ich mich zu schnell bewege, dann fällt er runter. Nee, wo sind wir hier eigentlich? Jetzt mal ernsthaft. So, warte, ganz langsam. Und dann kommen wir hier ran. Easy going. So, dann drehen wir das so. Dann kommen wir hier rauf. Dann können wir es so drehen. Nicht zu schnell, sonst fällt unsere Iota runter. Und das vor... Nee, Moment. Das ist Alu. Ah, das ist Alu. Also, ich wusste schon vorher, dass Alufolie ist. Aber Alufolie macht ja auch solche Geräusche, wenn man durch den Wind weht. Hallo, ich komme von den Sternen. Sie sind ehrlich gesagt gar nicht so besonders. Könntest du bitte einen atemberaubenden Stern für mich machen? Ein Stern, der deinen Namen trägt, hoch am Himmel. Ja, okay, wir machen einen runden Stern. Das ist ein ganz besonderer Stern, so. Wunderschön. Nee, das löschen wir nochmal. Nochmal versuchen wir das. Zack. Wieso wird er immer rund? Nein, das will ich nicht. Das will ich nicht. Lösch das. Komm, schneid. Kreiere einen Stern. Schneide. Wo kann ich den schneiden? Bewege. Wo schneidet er denn? Bewege doch! Hä? Ich verstehe dieses Schneid-Tool nicht. Ja. Möchtest du die Szene zurücksetzen? Ja. Noch ein letzter Versuch. Zack, zack. Irgendwie müssen wir uns hier beeilen, sonst wird das hier immer... Komm. Oh komm. Ja, das ist... Besser kriege ich es nicht hin. Besser kriege ich es nicht hin. So, das ist wunderschön. Wow, kosmischer als alles, was ich da draußen gesehen habe. Wunderschön. Der Stern trägt übrigens euren Namen. Es ist der Stern, der euren Namen trägt. Zack. Ach so. Ja. Gut, ich dachte, das war wieder so ein Teleporter-Dingsi-Bumsi. Ist es aber nicht. So, dann fotografieren wir erstmal dieses Schild da. Ein Basketballkorb. Gibt's. Ah, das habe ich vermisst. Gibt's hier noch mehr Basketbälle? Basketbälle. Hier, zack. Und. Bam. Ach yeah. Irgendwie macht es Spaß. Es ist so simpel, aber es macht Spaß. So, noch ein letztes Mal. Zack. Nee, okay, komm, jetzt noch ein letztes Mal. Und jetzt. Bam. Okay, das klappt nicht. So, dann hier. Von hier klappt es auch nicht. Hier. Perfekt. Na, okay. Egal. Egalissimo. Ich mag es irgendwie, den Basketballkorb zu haben. Irgendwie macht das Spaß. So. Ganz langsam. Perfekt. Nein, andere Richtung. Sehr gut. Sehr gut. Ist irgendwie noch was drin? Ne, ich glaube nicht. Ich hoffe auf jeden Fall nicht. So. Hier hatten wir einen Speicherpunkt. Aber den brauchen wir gar nicht. Denn wir rollen. Wir keep on rolling. They hate him. Controlling. Trying gets me riding dirty. Trying gets me riding dirty. Trying gets me riding dirty. Sehr schön. Okay. Das sind sogar so ein paar Banden, die mich davor abhalten sollen. Das. Ach so, ich dachte, er entrollt sich wieder. Das, ja, jetzt entrollt er sich wieder. Wieso hast du... Hallo Hirsch. Hey Hirsch, da hat einen Stern auf dem Kopf. Er ist ein Döner. Den Döner macht schöner. Uiuiuiui. Wir sind im Welt... Das soll das Weltall darstellen. Okidoki. So, dann gehen wir wieder hier rauf. Ich bin ein Virtuose im Umgang mit den Sprüngen, muss man auch mal sagen. So, warte. Ei. Sehr schön. Okay, ganz langsam. Wow. Drehen weiter. Nein. Oh. Alles geplant, Freunde. Was? Wieso springst du? Okay. Nein! Und dann schaffe ich den einfachsten Sprung der Welt nicht. Okay.
Das sind ja noch, das sind ja Konfetti. Hä? Warte. So. Hier rauf, warte. Nein, 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 oh, nein! Oh Gott, oh Gott! Ah! Pfui Deivel! Wie man so schön sagt bei uns in Oberösterreich. Nein, nein! Oh. Eigentlich komme ich nicht aus Oberösterreich. Sorry, es war gelogen. Natürlich komme ich aus Niederösterreich. Das wissen wir. Die meisten aber wahrscheinlich schon. So, komm. Jetzt warte, ich gehe hier wieder zurück. So, den drehe ich nochmal. Und jetzt können wir wieder... Nein, nein, nein. Wieso? So, jetzt aber. Jetzt rollen wir. Roll! Roll um dein Leben, Jota! Du schaffst das. Ich glaube an dich. Sehr schön. Bam, 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 bam. They see me roll. Ich hab's, glaube ich, schon mal gesagt. So. Was geht hier ab? Die Musik ist ein bisschen seltsam. Lichtgeschwindigkeit. Nee, Mopsgeschwindigkeit. Hi, 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 to kite. Space Taxi. To the sky. Und hier sind wir. Eine Kugel in Weiten des Weltalls. Ich kann nicht steuern. Ich kann nicht steuern. Ach, soll ich aber auch nicht steuern. Okay, gut. Wo sind wir jetzt? Im Weltall? Wahrscheinlich. Ich kann mich nicht mehr in eine Kugel verwandeln. Wieso kann ich mich nicht mehr... Ich kann, also wenn ich Kreis drücke, verwandelt er sich nicht... Kleiner Iota, du bist sehr weit gereist. Trotz aller Ungewissheit und hast deinen Weg gefunden. Aber wo ist das Wesen? Deine Freundin? Hat sie sich verirrt? Nein, sie ist noch bei uns. Du bist noch bei Iota. Du hast ihm geholfen und ihn geleitet. Zusammen habt ihr eine Geschichte erschaffen. Die Nachricht wurde geschrieben. Doch noch ist sie nicht ausgeliefert und gelesen. Überbringe die Nachricht, Iota. Lass alle deine Geschichte lesen. Geht klar. Und ja, ihr habt es mir mal gesagt, wieso sie immer sagen Freundin, weil ich mein Geschlecht umgestellt habe, nämlich auf weiblich, weil ich dachte, dadurch wird Iota weiblich. Aber nun ja, wie dem auch sei. Hey, hallo. Der Eichhörnchenkönig wurde irgendwas, keine Ahnung. Ja, das ist schön für dich, so. Also nicht wundern, wir können das natürlich auch wieder umstellen. Moment. Wo stelle ich das denn nochmal um? Hier, Moment. So, jetzt sind wir wieder männlich, sehr schön. Okay, nur der Richtigkeit halber, so. Mir hat es ja auch nicht so sehr gestört. Mir hat es nur beim ersten Mal gewundert. Aber das Rätsel wurde gelöst. Wir sehen die ganzen Freunde, die wir im Verlauf der Geschichte kennengelernt haben. Ach ja. Und der... Was? Die Musik wird seltsam. Hey! Na, Nerf! Oh, das ist tatsächlich Nerf! Mit Papa Nerf und Mama Nerf. Oh, die sind ja riesig. Und da ist ein Foto von uns. Oh, er erinnert sich an uns. Nerf, ich werde dich vermissen. Du warst mein bester Freund. Und die Chefwissenschaftlerin. Du warst nicht meine Freundin, aber egal. Dich werde ich nicht vermissen. Hey, Schnipsel. Ihr wurdet auch zu meinen Nicht-Freunden. Was bist du? Was ist das Ding da? Bin ich das? Ist das das Wesen? Hey, du. Eisencontroller. Das soll Licht sein, oder? Tatsächlich, das bewegt sich so, wie ich das mache. Genau, das bin ich. Hey, hui, ich springe hier und bam. Was? Okay. Was zur Hölle? Wir sind in die Matrix vorgedrungen, Freunde. Oh. Okay. Das ist das Zeichenbrett. Kann ich hier zeichnen? Nee. Was? Nein! Nein! Oh Mann! Sind wir jetzt wieder im Controller drin? Es werde Licht.
Okay, und was passiert jetzt? Unsere Geschichte. Wie süß die Stimme. Lassen wir mal. Ich bin aufgewacht. Wie süß. Wo war ich? Wohin sollte ich gehen? Wen sollte ich um Hilfe bitten? War etwa in Gefahr? Ich habe das Chaos aufgeräumt. Ein Eichhörnchen gab mir ein Geschenk. Ich habe etwas am Himmel entdeckt. Ein großes grünes Gesicht sagte, ich könnte ihm trauen. Augenkisten wollten mich aufhalten. Aber ich hatte ein Schwein. Der Himmel war stürmisch. Ich habe etwas danach geworfen. Aber das Ding kam zurück und war ganz warm. Ich versteckte mich in einer Scheune und fand einen Schreihals. Ich trug ihn einen Berg hoch, um mit dem Himmel zu sprechen. Aber der Himmel war böse und warf eine Augenkiste auf mich. Ich bin runtergefallen. Ich war verloren. Diese Fieslinge waren überall. Ich habe einen Freund gefunden. Doch er wurde mir wieder weggenommen. Wo war er bloß hin? Hatte ihn das Meer verschluckt? Oder hatte ihn der Himmel entführt? Ich habe meinen Freund überall gesucht, über der Erde und darunter. Aber nicht nur ich habe meinen Freund vermisst. Wir haben ihn vor den Augenkisten gerettet. Dann waren alle wieder vereint. Ich habe über alles nachgedacht, was passiert ist. Das Wesen im Himmel war auch mein Freund. Er war die ganze Zeit da. Und hatte mir bei meinem Abenteuer geholfen und eine Geschichte erschaffen. Aber eine Geschichte ist nur dann eine Geschichte, wenn man sie teilt. Diese hatten wir geteilt. Unsere Geschichte. Du hast meine Welt gesehen. Aber deine habe ich mir noch vorgestellt. Erschaffe mich, mach mich zur Realität. Dies ist deine Welt. Mach daraus eine Welt der Geschichten.
Oh, das war schön. Ah, das war wirklich schön. Schönes Ende. Ehrlich gesagt kam es für mich so ein bisschen plötzlich, aber trotzdem sehr, sehr schön. Oh, die Stimme hat mir gefallen. Okay, wir sind am Ende. Die Credits laufen und ihr wisst, was das bedeutet, nämlich die Schlussworte. Ich gebe meinen Senf und dazu noch ein bisschen Mayo und Ketchup. Was gibt es zu Tearaway Unfold zu sagen? Ich wollte immer, ich habe es ja am Anfang gesagt, diese PS Vita Version spielen, nämlich Tearaway. Hatte aber nie eine PS Vita, also habe ich dann hier PS4 Tearaway Unfolded. Ja, ich habe es dann gespielt, habe mich richtig drauf gefreut und ich muss sagen, es hat meine Erwartungen echt erfüllt. So, es hat mir riesen Spaß gemacht, es war ein cooler Grafikstil meiner Meinung nach, so, den es sonst nicht so wirklich gibt, aber dafür sind ja die sind ja bekannt dafür und haben ja auch schon bei Little Big Planet gezeigt, dass sie einzigartige Stile drauf haben. Die Musik war richtig, richtig cool. Gameplay-technisch, ich finde, die Funktionen des Controllers wurden gut eingebunden. Man hat an der einen oder anderen Stelle gesehen, es wäre auch möglich gewesen, dass man die Kamera einbindet. Ich habe keine Kamera, leider. Ich habe auch kein Mikrofon oder sonstiges, was man hätte einbinden können. Aber auch so war es echt eine coole Sache. Es gibt aber natürlich ein paar kleine Kritikpunkte. Und zwar, teilweise hat sich das Spiel echt ein bisschen gezogen. Weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass manche Stellen lang gezogen wurden. Weil schlussendlich ist das eine Portierung von der PS Vita auf die PS Media Molecule, habe ich ja gesagt. Ja doch, okay, gut. Von PS Vita auf die PS4. Und sie konnten natürlich das Spiel nicht exakt gleich machen. Also haben sie es doch ein bisschen Zusatzmaterial ersetzt. Und ich glaube, das hat dem Spiel teilweise nicht ganz gut getan. Denn wie gesagt, teilweise zieht es sich so. Vor allem dort, dass wir zwischen den Seiten, genau das. Dort habe ich so ein bisschen, muss ich zugeben, die Lust verloren. Weil ich dachte so, es geht noch weiter so. Also fand es jetzt nicht schlecht, dass es weitergeht. Aber es war irgendwie das Gleiche dann bei diesen zwischen den Seiten. Was mir aber dann wieder richtig gut gefallen hat, dass wir hier nach der Kurierin suchen mussten. Das fand ich wieder richtig cool. Und im Großen und Ganzen ist es meiner Meinung nach ein echt richtig gutes Spiel. Ist definitiv spielenswert, lohnt sich zu spielen, teilweise vielleicht ein bisschen zu einfach, auch wenn ich oft gestorben bin. Aber das lag jetzt nicht daran, dass es bockschwer ist, sondern es lag einfach daran, dass teilweise die Kamera ein bisschen ungenau war, teilweise die Steuerung ein bisschen ungenau war und teilweise war ich natürlich auch ein bisschen zu blöd. Aber im Großen und Ganzen kann ich das Spiel echt nur weiterempfehlen, wenn man Jump'n'Run-Spiele mag. Ich habe gemerkt, bei euch ist es irgendwie gar nicht angekommen. Finde ich schade. Kann ich aber auch andererseits verstehen, weil ich glaube, das Spiel entfaltet seinen ganzen Charme, wenn man selbst spielt. Also mehr als das, wenn man es zuschaut. Deswegen bin ich da jetzt nicht wirklich böse, dass da keiner Interesse dran hatte. Ich würde das Spiel, das muss ich sagen, auf jeden Fall nochmal spielen. Denn ich habe so das Gefühl, mir hat so ein bisschen runtergezogen, dass es halt wirklich niemand geschaut hat. Also was heißt niemand? Nur sehr wenige Leute geschaut haben. Das hat mich so ein bisschen runtergezogen. Deswegen bin ich ein bisschen schneller durch das Spiel durchmarschiert, als ich es eigentlich wollte. Aber ich werde es, wie gesagt, privat das Spiel definitiv noch einmal von vorne bis hinten spielen. Und dann auch alles ein bisschen gründlicher erkunden. Und vielleicht auch möglichst alles einsammeln. Ich möchte aber trotzdem sagen, an diejenigen, die trotzdem dabei waren, die sich das Projekt trotzdem gegeben haben, obwohl es halt jetzt nicht so viele Leute waren, die zugeschaut haben, weil oft ist es ja auch so, dass wenn Leute sehen, oh, dieses Projekt wird sehr wenig geguckt, dann schauen sie es erst recht nicht. Aber an die Leute, die trotzdem zugeschaut haben, an die möchte ich ein ganz, ganz großes Dankeschön ausrichten. Danke, dass ihr dabei wart. Hat mich echt gefreut, mit euch diese Geschichte zu teilen, denn ihr wisst ja, eine Geschichte ist nur eine Geschichte, wenn man sie mit jemandem teilen kann. Und ich habe es gerne mit euch geteilt. Ich hätte es gerne mit mehr Leuten geteilt, aber
Ich bin auch zufrieden mit denen, die dabei waren. Von dem her ein ganz, ganz herzliches Dankeschön von meiner Seite aus. Ihr seid natürlich jetzt auch wieder gefragt. Ich hoffe, das Knistern hat man nicht gehört. Wie hat euch das Spiel gefallen? Wie ist der Eindruck von dem Spiel? Könnt ihr meine Meinung teilen oder habt ihr eine völlig andere Meinung von dem Spiel? Habt ihr auch gedacht so, ey, das Spiel hätte noch so viel mehr ziehen können, war schön genug? Also ich finde auch, es ist auch ein schönes Spiel. Man kann teilweise einfach nur spielen und der Musik lauschen und sich so ein bisschen berieseln lassen halt von der Musik und von der Optik. Aber so gameplay-technisch war es dann teilweise ein bisschen langgezogen. Und ihr dürft mir vor allem auch gerne sagen, wie ihr das Projekt an sich gefunden habt. Also wie habe ich es rübergebracht? Findet ihr so, also abgesehen davon, dass ich mich ein paar Mal dumm angestellt habe, dafür kann ich halt nicht wirklich was. Aber sonst, wie findet ihr, habe ich das gut gemacht? Kann ich da irgendwie ein bisschen was besser machen? Oder hat es euch so gefallen, wie es war? Ja, ich glaube, damit bin ich mehr oder weniger schon durch mit dem Ganzen. Ich glaube, das Spiel wird eher nicht ganz so viel Bekanntheit erringen, weil es halt auch, also sieht man halt auch ein bisschen bei mir an den View-Zahlen, nicht nur bei mir, auch bei anderen Leuten. Und das finde ich ein bisschen schade, weil es ist echt ein schönes Spiel. Es ist ein richtig schönes Spiel. Ich muss zugeben, vielleicht mit dem Umfang kein Vollpreistitel wert, aber auf jeden Fall ein Spiel, das man gerne spielen kann und spielen sollte, wenn man schöne Spiele mag. Diese Spiele sind jetzt nicht unbedingt nur Spiele, sondern sie haben auch so einen künstlerischen Touch. Na gut, jedes Spiel hat einen künstlerischen Touch, aber es gibt Spiele, da rennt man einfach von links nach rechts so, womit ich jetzt hier, bei Mario rennt man auch von links nach rechts. Also kein Hate hier gegen Mario-Spiele. Ich finde Mario-Spiele super, sonst würde ich es ja nicht spielen. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und dieses Spiel wollte auch so ein bisschen so diesen künstlerischen Aspekt mehr bedienen, hatte man das Gefühl. Ist teilweise sehr gut gelungen bei mir. Teilweise, wie gesagt, ich wiederhole mich oft, hat sich so ein bisschen gezogen. Das liegt vielleicht auch daran. Vielleicht hat sich auch deswegen gezogen, weil ich es im Let's Play gemacht habe. Vielleicht wäre es mir nicht so negativ aufgefallen, wenn ich es privat gespielt hätte. Aber das kann ich ja nochmal schauen, wenn ich es halt privat nochmal spiele. Und ich weiß nicht, irgendwie, das Spiel ist einfach megamäßig charmant. Findet ihr nicht auch? Also ich finde es schon charmant. Das kann man dem Spiel nicht lassen. Das kann man den Entwicklern nicht lassen. Die haben da wirklich ein charmantes Spiel gemacht mit Herz. Man hat schon so das Gefühl, da steckt Herzblut drin. Nicht, dass es bei anderen Spielen nicht der Fall ist. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwie, ja, hat mich so ein bisschen verzaubert, muss ich zugestehen. Irgendwas wollte ich noch sagen. Oh Gott. Jetzt habe ich so viel gelabert, dass ich vergessen habe, was ich sagen wollte. Irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es ja auch nicht mehr. Ist ja auch egal. Ich habe ziemlich viel gelabert. Vielleicht auch ein paar Mal zu viel. Ich hätte, glaube ich, auch öfter mal ein bisschen die Musik laufen lassen können, ohne dass ich was sage. Aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, das ist, glaube ich, auch ein bisschen mein Problem, dass ich immer so das Gefühl habe, hey, wir sind in einem Let's Play. Da muss ich die Leute versuchen zu unterhalten. Und wenn die Leute nicht von mir unterhalten werden wollen, würden sie sich ja ein unkommentiertes Let's Play oder ein Walkthrough anschauen oder sonst irgendwas. Deswegen habe ich teilweise das Gefühl, hey, ich muss ein bisschen labern. Aber gut, vielleicht habe nur ich das Gefühl, kann auch sein, jetzt wird die Musik völlig abgespaced. So, wie lange sind die Credits denn noch? Also, ich labere hier auch schon mir einen Ast ab. Ich kann natürlich auch gerne weiter labern, also das ist absolut kein Problem für mich. Denn ich kann mir die diversen Themen aus dem Hut ziehen. Das ist absolut keine große Sache. Was ich auch cool finde, ist, dass man so ein bisschen diese vierte, vierte Dimension eingebaut hat, sodass man mit dem Spieler gespielt hat. Also der selbst spielt, hat sich so ein bisschen mit involviert gefühlt. Also man war wirklich Teil des Spiels. Wenn ich jetzt eine Kamera gehabt hätte, wo man meine Fratze sehen würde, also eine PlayStation-Kamera, wie heißt die nochmal? PlayStation
Ei, keine Ahnung, dann hätte man mich auch im Spiel gesehen und dann wäre wahrscheinlich dieses Gefühl noch mehr rübergekommen. Dann hätte ich, wie gesagt, ein Mikrofon benutzen können und die Handy-App habe ich noch immer nicht. Ich könnte jetzt theoretisch danach im Play Store könnte ich danach suchen. Ich suche jetzt einfach mal danach, während ich noch weiter labere, denn ihr wollt ja nicht zuschauen, beziehungsweise ihr könnt nicht mal zuschauen, wie ich danach suche. So, Tearaway, zack, und suchen wir mal danach, mal schauen, ob es direkt was findet. Dazu die PlayStation App und die Concentration App. Hä? Gibt's keine Tearaway App? Ist das die PlayStation-App, die ich benutzen müsste? Vielleicht wurde das im Spiel gesagt, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Insgesamt ist die App gelungen und bietet durch die Integration des Tors nun auch deutlich mehr Funktionen. Mehr wird nicht angezeigt hier. Die über simple Kommunikation hinausgehen. Optisch ist die Software in Ordnung und läuft auf dem G3 zumeist flüssig. Yo, ist das denn die App, die ich brauche für Tearaway? Steht das denn hier irgendwo? Wollte mit mir tanzen zu dieser wunderschönen Musik. Wie viele Downloads hat die App denn? Das würde mich interessieren. 10 Millionen. Mal schauen, was ein Konkurrenzprodukt von einem Hersteller aufweisen kann, dessen Namen ich hier nicht erwähnen möchte. Xbox. Oh, nur 5 Millionen. Also nur 5 Millionen. Das ist noch immer eine immense Zahl. Aber halt halb so viel wie die PlayStation App. Und es gibt eine Until Dawn App. Schauen wir uns mal die Until Dawn App an. PlayStation Mobile. 50.000, ja. Ist sie denn kostenlos? Die ist tatsächlich kostenlos. Was kann man da denn machen? Wieso labere ich hier überhaupt über die Until Dawn App? Ich dachte, es gibt eine Tearaway App. Und wenn ich Tearaway eingebe, kommt irgendwie so eine App, die heißt Concentration. Mit 10.000 Downloads. Okay. Bisschen verwirrend. Na gut, wann habe ich denn das letzte Mal irgendwas aus dem PlayStation Store... Aus dem PlayStation Store habe ich tatsächlich vor kurzem was runtergeladen. Aber wann habe ich denn das letzte Mal irgendwas im Play Store runtergeladen? Green Man! Der Green Man! Das ist die japanische Sprachausgabe. Oh fuck! Wie heißt der im Deutschen? Ich will wissen, wie die Synchronsprache heißt. Ich hab's schon mal nachgegoogelt. Als hier in, wo war das? Ihr wisst schon, in Beyond Two Souls. Da war nämlich der Sprecher von Sully auch vertreten. Als einer dieser Obdachlosen da. Und weil mir die Stimme auch gefällt, ehrlich gesagt, wollte ich dann mal nachschauen, wie heißt der Typ denn? Aber ich kann mir den Namen leider so schlecht merken. Deswegen habe ich mir den Namen nicht gemerkt. Ich labere jetzt auch hier wieder über 10 Minuten in den Credits. Ich lasse sie aber trotzdem mal durchlaufen. Und lasse auch ein bisschen an dem Gesang lauschen. Oh, da sind die Credits auch schon zu Ende, oder? Ja, so enden die Credits immer so. Okay, jetzt. Modified by Media Molecule. Sehr schön. Okay, die Credits sind doch nicht vorbei. Aber normalerweise... Ja, wie oft... Extra special love to you for making it all the way to the bottom... Ach, fuck. Bin so scheiße im Lesen. Sehr schön. Das waren die Credits. Und wir sind wieder im Hauptmenü. So, wir schauen uns nochmal die ganzen Kapitel an. Wartet. Hier, zack, zack,
Und sag, ja, hier habe ich sogar 200%. Ja gut, ich glaube, da konnte man nicht viel falsch machen. Sehr, sehr schön. Hat mir gefallen. Ich hoffe auch. Das waren meine letzten Worte. Ich hoffe, wir sehen uns in irgendeinem anderen Video. Wenn so wäre, würde ich mich freuen. Und bitte Feedback zum Projekt und zum Spiel gerne in die Kommentare da lassen. Bis dahin, meine lieben Freunde. Schönen Tag noch. Alles Gute und tschüss.